Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Regelvideo von mir, und heute begeben wir uns zu Maglev Metro Magnetic Levitation Rail. Das Spiel ist bei Bezier Games erschienen, ist für 1 bis Spieler, dauert ca. 90 Minuten und ist ab 14 plus Jahren, ist auf jeden Fall im Kenner Plus Bereich anzusiedeln. Das Spiel ist leider nur auf Englisch verfügbar. Mehrheitlich ist es sprachneutral, es gibt auf den Auftragskarten ein bisschen Text, aber sonst passt das ganz gut. So, wir schauen uns einmal die Komponenten für das Spiel an und beginnen erstmal mit dem Spielplan. Der ist doppelseitig, auf einer Seite ist Manhattan, das ist eher so ein bisschen die Einsteiger-Variante, und dann gibt es noch Berlin, das ist so ein bisschen die Kenner-Variante, wo man mehr planen muss, man muss sich mehr reindenken, um eine schöne Engine ans Laufen zu bekommen, denn Maglev ist ein Pickup and Deliver, Engine Building und Tile Placement Spiel, was ihr hier schon sehen könnt. So, wir haben hier Stationen, also es ist alles Double Layers, ein Double Layer Board, doppelseitig Double Layer. Die Spielerboards sind Double Layer. Das ist ein bisschen problematisch, weil die Teile sind ein bisschen gebogen. Also wenn man hier drückt, dann seht ihr schon, ne, die Ecken kommen hoch. Aber hier beispielsweise die Materialstärke ist schon einmal für das Double Layer und einmal, um dann die Schienenteile anzubauen. Wir haben hier die Schienenteile, die aus Kunststoff sind. Auf einer Seite sieht man dann die entsprechende Farbe, auf der anderen Seite ist so etwas leicht raues. Das ist, damit die Teils besser aufeinander haften und nicht so leicht voneinander runterrutschen. Wir haben einen Samtbeutel. Wir haben hier Meeples in verschiedenen Farben. Es gibt Roboter, die sind entweder Gold, Silbern oder Bronze. Hier, genau. Das sind die Teile, die man braucht, um die Engine ans Laufen zu bringen. Und wir haben Passagiere, einmal Büroangestellte, einmal Geschäftsangestellte, Ladenangestellte, einmal Angestellte aus dem öffentlichen Bereich und einmal Künstler, Musiker oder sonst irgendwas. Zu Beginn des Spiels ist einmal schon ein Lager, eine Fabrik und ein Labor auf dem Spielplan dargestellt. Und ja, jeder von uns bekommt hier so einen Spielplan. Einmal so ein Spielertableau. So, hier sieht man dann alles drauf. Jeder bekommt einen Zug. Den platziert man dann auf einem dieser passenden Start-Places-Teil und bekommt dann hier einen Roboter, den man sich auswählen darf, noch zusätzlich. So, was sehen wir hier auf dem Spielertableau? Also wir sehen hier zentral, zack, plus hier oben, das sind die Aktionen, die man durchführen kann, und hier rechts und links Sondersachen, die man auffüllen kann und teilweise auch muss. Zu Beginn des Spiels haben wir zwei Aktionen, in denen wir verschiedenste Dinge tun können. Wir haben hier unten entsperrte Passagiere und Gebäude, die man bauen kann. Denn es ist so, man kann erst Gebäude bauen und Passagiere der entsprechenden Farbe umher transportieren, wenn man hier die Spalten gefüllt hat. Gleiches gilt für hier drüben. Hier werden Passagiere am Ende des Spiels gewertet plus Verbindungen mit Zügen. Hat man hier Spalten voll, bekommt man für jeden platzierten Passagier auf dem Board zusätzlich einen Siegpunkt. Hat man Reihenvoll, bekommt man für jeden Link, also jede Station, die miteinander verbunden ist mit der eigenen Strecke, zusätzlich Siegpunkte. Das kann man bis zu 3-mal machen hier bei den Streckenabschnitten. Hier unten, da gibt es noch so Bonus-Siegpunktkarten, die kann ich euch hier mal zeigen. Es gibt 4 verschiedene Kategorien von Siegpunktkarten. Einmal die Stationen betreffen, die sehen dann so aus. Hier steht dann, wie viele Siegpunkte man bekommt. Die sind auch mehrfach erfüllbar. Hier gibt es solche, die betreffen dann Schienensysteme. Das ist ein bisschen eine unübersichtliche, aber beispielsweise hier. Ja. Zack. Oder dann gibt es solche, die betreffen das eigene Spielertableau, was man ausgefüllt haben soll. Und dann haben wir hier noch solche, die betreffen Passagiere selbst.
Zu Beginn des Spiels gibt es zwei Möglichkeiten, wie man die Karten aufteilt. Entweder zieht einfach jeder verdeckt eine dieser Karten oder man draftet die. Draften bedeutet, in einem Vierspielerspiel, jeder bekommt einen kompletten Stapel, sucht sich eine Karte aus und der Stapel wandert dann im Kreis herum. So, wir holen mal das Spielerboard ein bisschen näher, um dann hier die Aktionen abzuhandeln. Also man hat zwei Aktionen. Für jede gefüllte Reihe von den dreien bekommt man eine zusätzliche Aktion, die man dann in seinem Zug abhandeln kann. Hier in der Mitte sieht man, was man tun kann. Es ist so, man kann in einer Aktion immer am Anfang alles nur einmal machen, bis auf die untersten. Oder man füllt hier dann mit entsprechenden Robotern auf. Zu Beginn des Spiels hat man vier Stück. Die kann man dann irgendwo hier reinlegen. Ich lege die einfach hier exemplarisch mal irgendwo hin. Man muss auch ein bisschen achten, da wo alle Farben pro Meeple abgebildet sind, könnt ihr auch alle hinlegen. Hier beispielsweise ist nur auf dem ersten Feld random möglich. Danach müsst ihr die entsprechende Farbe hinlegen. Ich würde jetzt beispielsweise hier noch einen hier hinlegen. So, und das ist dann unsere Start-Engine sozusagen, was man tun kann. So. Was gibt es denn für Aktionsmöglichkeiten? Also wie gesagt, ich habe zwei Aktionen. Ich kann Strecken bauen. Hier mit der obersten Aktion. Ich könnte pro Aktion eine Strecke bauen zu Beginn. Ich habe schon mal einmal aufgewertet. Das heißt, ich kann mit einer Aktion zwei Streckenteile platzieren. Wichtig ist, ich hier auf normalem Gelände brauche ich eine Aktion oder halt einen Trackteil, um eine Schiene zu bauen. Hier über Flüsse brauche ich schon zwei Aktionen oder halt genau. So, jetzt könnte ich beispielsweise sagen, hier, ich möchte gerne Tracks bauen mit meiner ersten Aktion. Ich darf zwei Stück bauen und könnte hier direkt mal einen Link bauen. Das heißt, ich dürfte jetzt bin am nächsten Zug mit meiner Metro dahin gondeln. Wichtig beim Track bauen ist, ihr dürft pro Station nur zwei Ein- und Ausgänge haben, nicht drei. Also sowas ist nicht möglich. Ihr dürft wirklich nur zwei haben. Dann ist es auch wichtig, wir versuchen halt möglichst viele, wie soll ich sagen, Stationen anzufahren. Beispielsweise würde ich hier noch mal eine Station anfahren, zack, hätte ich schon die miteinander verbunden und würde ich dann, das wäre zwar ein bisschen dämlich, aber ich mache es jetzt einfach mal exemplarisch, die noch hier anbauen. Dann hätte ich ja an jeder Station schon zwei Ein- und Ausgänge, das heißt, ich hätte einen Loop gebildet und wenn das passiert, dann darf ich sofort ein Plättchen aus meinem Loop entfernen und umplatzieren, damit ich wieder irgendwo anders hinfahren kann. Das zum Trackbau. Es ist auch möglich, dass andere auf deinen Trackplättchen bauen. Deshalb sind die durchsichtig und die Linien sind dann anders angeordnet. Das heißt, wenn jetzt hier der blaue bauen würde, dann seht ihr schon, ist das versetzt. Ups, hier zu meinem Plättchen. So. Beispielsweise so. Könnt ihr das schon sehen. Wäre jetzt grün noch dabei, wäre der hier dazwischen und rot wäre auch noch daneben. Gleiches gilt dann auch für die Kurven. Wichtig natürlich, man darf das nie so bauen, dass man die anderen halb überbaut oder so. Das ist dann nicht regelkonform. Das geht natürlich nicht. Man muss alles sehen können. Bauen dürft ihr natürlich auch immer nur da, wo ihr schon gelinkt seid. So die Station, die ihr schon angebaut habt. Ich könnte jetzt nicht irgendwie beispielsweise hier hinten anfangen zu bauen. Das geht natürlich nicht. Was aber geht, ihr könnt ins Freie bauen, das heißt, ihr müsst nicht direkt eine Station verbinden. Das kann im Bau sein. So, das sind die Bauregeln. So, je mehr ich natürlich hier aufgefüllt habe, je mehr Schienenteile kann ich pro Aktion bauen. Nächste Aktionsmöglichkeit wäre Bewegen. Zur Bewegung ist ganz wichtig zu sagen, ihr könnt zu Beginn des Spiels nur in eine Richtung fahren. Das heißt, wenn ihr euren Zug so platziert, kann ich nur hierhin und dann von da dahin fahren. Erst wenn ich am Ende meines Tracks angelangt bin, dann kann ich mit einer übrigen Bewegungseinheit sozusagen meinen Zug drehen oder ich kann im nächsten Zug mit meiner nächsten Bewegung den Zug drehen und dann losfahren. Also ganz wichtig, ihr könnt zu Beginn des Spiels nur in eine Richtung fahren. Es gibt hier unten dieses Aktionsfeld,
Da könnt ihr einen bronzefarbenen Meeple reinlegen und dann dürft ihr euren Zug, also eure Metro, auch unterwegs drehen. Das heißt, ich könnte hier und könnte dann da drehen und wieder in die andere Richtung fahren. Das geht aber nur, wenn hier unten aufgefüllt ist. So, nächste Aktionsmöglichkeit oder nächster wichtiger Punkt ist die Kapazität. Ne? Das sieht also jetzt keine Aktionsmöglichkeit, sondern das ist, gehört einfach zur Engine. Das zeigt dann, wie viele Passagiere könnt ihr gleichzeitig in eurem in eurer Metro transportieren. Am Anfang nur einen. Ich habe jetzt mal mit einem aufgefüllt. Das heißt, ich könnte hier in meinem Zügchen könnten hier ups, zwei Roboter oder Passagiere Platz nehmen. Sieht man das? Ja. So. Das wäre das. Das wäre die Kapazität. Dann haben wir hier Pickup, also Aufnehmen. Das zeigt an, wie viele Passagiere kann ich denn pro Station überhaupt aufnehmen. Zu Beginn des Spiels pro Aktion halt nur einen. Je nachdem, wie viel ich hier auffülle, kann ich später mehr. Nächste Möglichkeit ist auszuladen. Das ist auch eine Aktion. Also das heißt, ich kann maximal aktuell zwei Passagiere aus meinem Zug ausladen. Hier muss man dazu sagen, ist ganz wichtig. Ihr könnt die Passagiere, also ich kann natürlich, wenn ich jetzt hier zwei Passagiere drin habe und fahre hier rüber und möchte gerne den goldenen unbedingt haben, dann kann ich einen anderen Passagier oder Roboter ausladen, um den aufzunehmen. Das ist dann aber keine Aktion. Wenn ich jetzt den silbernen hier ausladen, dann bleibt der hier liegen. Würde ich einen passend farbenen hier ausladen, dann kommt der zurück in den Nachzugbeutel. Das ist die gleiche Möglichkeit besteht auch dann mit Passagieren. So. Genau. So. Genau. Und wenn ich auslade, eben wie, also ich kann nur auf passenden Feldern ausladen, das heißt Gold auf Gold, Bronze auf Bronze, Stahl auf Stahl, Lila auf Lila, so hellrot, rosa auf rosa und so weiter und so fort. Wenn ich dann den entsprechenden dort aber auslade, beispielsweise hier einen goldenen, dann darf ich den nehmen und platziere den natürlich irgendwo anders auf meinem Playerboard, zum Beispiel hier. So. Dann gibt es die Aktion Refill Station. Das heißt, an der Station, wo mein Zug aktuell steht, könnte ich eine Refill-Aktion machen. Das funktioniert so. Zu Beginn habe ich einige Roboter, die übrig bleiben. Ich ziehe mir dann hier einen raus, weil ich kann hier nur aktuell einen refillen und lege dann den dahin. So funktioniert Refill hier. Je mehr ich natürlich hier aufgefüllt habe, desto mehr Passagiere kann ich dann auch wieder refillen. Würde bedeuten, ich komme dann mit einem leeren Zug hin, da sind keine Passagiere, dann könnte ich eine Refill-Aktion machen und könnte dann Pick-up machen, beispielsweise. Dann gibt es hier die Möglichkeit Adjust, das heißt, ich könnte Roboter in meinem Playerboard, Spielertableau umändern. Das geht aber nur mit den Robotern. Passagiere dürfen, wenn einmal platziert, nicht mehr geändert werden. Heißt, ich könnte die Aktion nutzen. Aktuell könnte ich das mit einem machen und könnte beispielsweise den hier wegnehmen und dann dafür hier oben platzieren, wenn ich was anderes machen möchte. So, dann gibt es die Möglichkeit Build Station. Das heißt, ich kann erst Stationen bauen, wenn ich hier auch einen Meeple platziert habe in der entsprechenden Farbe. Hier ist es Gold und hier unten hätten wir noch das Wenden des Zuges. Kommen wir nun noch zu den einzelnen Aktionen hier nebendran. Und zwar gibt es hier Unlock Passengers, also, freigeschaltete Passagiere und Gebäude, die ich bauen kann. Habe ich hier entsprechend Farben platziert, dann darf ich die entsprechenden Gebäude und Passagiere, also ich darf Gebäude bauen und Passagiere transportieren. Das ist ganz wichtig, denn jeder, der das noch nicht freigeschaltet hat, kann weder ein Gebäude von dem Typ platzieren, noch kann er Passagiere von dem Typ umher transportieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Da muss man wirklich aufpassen. Auch wenn ich nicht an eine solche Station gelinkt bin, also das heißt, meine Schienen nicht zu der Station fahren, kann ich auch keine Passagiere dieses Typs aufnehmen. Nur wenn ich auch das Ziel von denen erreichen kann
oder hier und hier freigeschaltet bin, dann kann ich was machen. So, was passiert, wenn ich eine Station baue, wo ich voll bin? Ich nehme mir hier eine dieser Stationen. Es gibt von jedem Typen zwei. Die ersten sind schon platziert von den Bronze, Silber und Goldenen und von allen anderen gibt es zwei. Ich würde mir jetzt, muss ich natürlich noch einen Track haben, beispielsweise hier, machen wir jetzt einfach exemplarisch. Wäre ich hier gelinkt, könnte ich da mein Office bauen. So, auf jedem Teil kommt am Anfang ein solcher Passagier mit. Das heißt, ich würde das hier platzieren und der Passagier, der kommt direkt hier auf mein Playerboard. Das heißt, ich darf den hier schon irgendwo platzieren, beispielsweise hier, wenn ich darauf hinarbeite, mehr Aktionen zu bekommen. So. Dann die darunter liegenden Roboter werden dann darauf gelegt, die können dann da abgeholt werden. So, ihr seht hier liegen nebendran noch ganz viele der entsprechenden farbenen Passagiere. Diese werden nun alle genommen. So, sobald das erste Gebäude platziert wird, werden die alle genommen und hier in den Nachzugbeutel geworfen. Das heißt, ab jetzt werden auch Passagiere der entsprechenden Farbe auch bei einem Refill daraus gezogen. Warum ist das wichtig? Wichtig sind Passagiere hierfür, dass ich Siegpunkte zusätzliche freischalte oder meine Bonus-Siegpunktenkarten mehr werden darf. Teilweise braucht man die auch für neue Aktionen oder man braucht die, um bessere oder andere Gebäude zu bauen. So, das wäre die Stationsding. Gleiches gilt dann hier. Also würde ich hier einmal einen Laden irgendwo hinbauen, dann würde ich auch den darauf liegenden kriegen. Alle kommen da rein und so weiter und so fort. So, das sind die kompletten Regeln zu Maglev. Mehr ist es gar nicht. Ich sage euch, das Regelheft ist viel komplizierter geschrieben, als sich die Regeln schlussendlich anhören. Wann triggert denn das Ende vom Spiel? Es müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Einerseits muss jeder Gebäudetyp einmal gebaut sein. Das ist Bedingung Nummer 1. Und Bedingung Nummer 2 ist hier, der Nachziehbeutel ist leer bei einem Spieler in seinem Zug. Die müssen nicht alle auf dem Playerboard platziert sein, die können auch auf irgendwelchen Stationen liegen, aber das muss auch erfüllt sein. Dann wird die aktuelle Runde bis zum Startspieler noch einmal zu Ende gespielt. Und dann wird abgerechnet. Wichtig hier, da, hier haben wir einen Zettel, dann wird halt hier geschaut, entsprechend der Farbe der Meeple, wie viele habe ich auf meinem Playerboard platziert, kriege ich Bonusse durch freigeschaltete Links, dann werden die Links abgehandelt und dann werden noch die Bonuskarten und dann gibt es ein Total. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Maglev und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.